begrüße euch wieder in meinem Garten- und Zwerghund-Blog. Ja, wir haben es geschafft. Ja, es ist zwar noch der Boden etwas gefroren, aber ich sage mal, die Temperaturen sind so angenehm im Moment, dass man das nur genießen kann und soll auch erstmal so bleiben. Ja, der Winter ist noch nicht vorbei, ne? Das kann jederzeit wieder umschlagen hier, das Ganze. Was haben die alle schon gemeldet, ja? Boah, ey. Ja, das war sogar vorletzter Woche noch, ja? Wir sollten richtig warm kriegen, die Wärme ist jetzt gekommen, okay. Und erstmal hatten wir richtige Minusgrade. Ich habe die Schnauze sowas von voll. Ich will das einfach nicht mehr. Weihnachten wäre es ja gut gewesen, ne? Aber ist ja schön, dass wir hier noch keinen Schalter haben, den wir einschalten können, ja? Wie Wetter nach Wunsch, ne? Und ich hoffe, dass es auch das niemals geben wird. Nehmen wir es so hin, wie es ist. Ist gut so. Es ist gut so, dass es so ist. Meine Hühnchen geht's sehr gut. Sie liegen in der Sonne, breiten sich aus, genießen natürlich auch den herrlichen Tag, genau wie ich. Ne? Es ist nichts anderes. Ja? Also von daher muss ich sagen, also die sind so ausgeglichen, auch der Karl jetzt. Ich habe den Karl ja vor einem Jahr geholt, da war er schon 3 Jahre alt, weil der Sporn beim Karl, der ist ja etwas über 3 Zentimeter und der ist ganz schön spitz. Ich habe ja die kleine Lissy, wo mir letztes Mal bald der Habicht die geholt hat, ja. Ich habe seit Tagen, bin ich draußen, ja, morgens um 8 Uhr, ja, 7:30 mache ich meistens für die Hühnchen auf, dann ist es schon etwas hell und dann mache ich schnell das Futter fertig, Grünfutter mit dem Ei und um 8 Uhr und habe dann immer ständig den Blick aus dem Fenster auf das Gehege hier und horch dann auch immer, ja, sobald ich was schreien höre, ja, bin ich draußen, ja. Und ich habe die ersten Tage immer diese Habichte hier fliegen sehen, ja, wie verrückt, ja. Natürlich habe ich Radio an, ja, und ich habe jetzt auch überall Netze gespannt. Ja, überall, wo eine freie Fläche ist, bis auf da, wo der Habicht rein ist, da habe ich die Wäschespinne aufgespannt. So, und da muss wohl die Lissy gesessen haben. Die sitzt da immer morgens auf dem Stuhl, wenn ich komme. Oder nach dem Fressen, je nachdem. Und ja, sitzt sie eben gerne, ne? Und ich denke, da habe ich sie irgendwie erwischt. Jedenfalls, das ist so eine freie Fläche gewesen. Aber jetzt, die Wäschespinne ist aufgespannt. Und Radio ist an, ja, und ich denke mal, ich war fast, ja, seit 2-3 Tagen nur noch draußen, ja. Ich habe keine Ruhe mehr drinne, ich kann drinne nichts mehr tun, ja, ist egal, ja. Und, aber seit heute Morgen habe ich die Habichte nicht gesehen und ich denke, ich habe sie so ein bisschen erstmal verscheucht. Ich meine, sie werden wiederkommen, sie werden ab und zu mal das Gelände hier drüber fliegen, um zu sehen, ob da vielleicht nicht doch noch etwas ist, ne? Aber, naja, ich passe auf. Ich müsste eigentlich für diese Jahreszeit, weil es sind ja keine Blätter dran, nichts, ja, und es ist alles sehr, sehr licht und durchlässig. Eigentlich wäre es schön, wenn ich so eine Art Foliere hätte, ne? Die erstmal, ein großer Teil erstmal, ja, mit Draht bespannt, wo ich sie dann drinnen lassen kann, vorübergehend, wenn ich nicht draußen bin. Und den Rest vielleicht Freigelände, wo ich dann die Türen aufmache, wenn ich da bin. Ja, wäre vielleicht gut. Bin ich auch am Überlegen, eventuell was zu konstruieren. Weil ich kann ja nicht ständig hier draußen sein. Ne? Stellt euch mal vor, wir hätten hier richtig Frost. Ja, beim Frost fliegen die auch nicht. Ne? Wir hatten ja 2 Tage -8 Grad. Da fliegen die nicht. Ne? Die kommen erst, wenn die Temperaturen so einigermaßen erträglicher werden. So. Obwohl die Raben, die fliegen auch bei -8 Grad. Dann da oben, ja, wo die da rumfliegen, ja, da ist bestimmt kälter, denke ich mal. Ne? Ich zeige euch jetzt mal ein paar schöne Videos,
wie die Hühner diese schönen warmen Tage genießen. Auch die genießen, ne? Genau wie wir. Und haben so ein Nachholbedürfnis. Weil irgendwann ist man es auch leid, klar. Das ist jedes Jahr das Gleiche. Da ändert sich nichts dran. Ist auch gut so, dass es ist. Ich freue mich auf den Herbst, genauso wie auf den Winter. Wie ich mich aufs Frühjahr freue, wenn die Blümchen wachsen. Zum Beispiel Schneeglöckchen, habe ich schon gesehen. Ja, herrlich, sage ich euch. Da geht das Herz auf, ne? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir einen Like, abonniert mich, schreibt einen geilen Kommentar. Ich wünsche euch noch genau so eine super schöne, geile Woche, wie ich die habe, und sage bis zum nächsten Mal.